Servus Leute und willkommen zurück zu Rollercoaster Tycoon 3. Ja, Kommentare gibt's mal wieder wie jeden Tag, deswegen muss ich Rollercoaster Tycoon eigentlich auch immer am Tag des Erscheinens oder zumindest am Abend vorher aufnehmen, weil sonst kann ich die ganzen Kommentare gar nicht bewältigen, wenn ich da mehrere Folgen zusammenkommen lasse, dann wird es echt schwierig. Nummer 1 von Peter. Ich nenne dich jetzt einfach immer Peter, weil du irgendwie alle 5 Minuten deinen Namen änderst und ja, ich hoffe, das passt so. Die Füße sind falsch rum. Stimmt. Die große C ist normalerweise innen. Da hast du recht. Ich hatte da einen Denkfehler, weil ich... Moment. Haben wir gleich, hoffe ich. Weil ich nicht richtig geschaut habe quasi. Dieser linke Statuenfuß, der muss ja... Moment. Der steht ja jetzt gerade hier. Der muss aber hier sein. Weil es ja von der... Also... quasi von der Statue aus gesehen, der linke Fuß ist. Das habe ich nicht richtig registriert. Da habt ihr natürlich recht. Wäre mir aber auch nicht mehr aufgefallen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Einfach weil, weiß nicht, so Fehler fallen im Nachträglichen sehr schwer auf, wenn man nicht aufmerksame Zuschauer hat. Deswegen finde ich es ja auch cool, dass ich so viele Kommentare zum Projekt bekomme. Dann kann man nämlich alles besser perfektionieren im Endeffekt. Ich weiß, die stehen ein bisschen weit auseinander, die Füße. Der müsste... bei den Dimensionen der Füße einen ziemlichen Spagat hier hingelegt haben, aber ja, ich kann den Fluss jetzt auch nicht mehr schmaler machen. Beziehungsweise will ich das halt nicht auf Plattformen haben, weswegen das schon so irgendwie geht. Vielleicht machen sie auch zwei Statuen, man weiß es nicht. Obwohl, dann würde es wieder nicht passen. Ach, egal. Da darf man nicht so perfektionistisch sein. Das sag jetzt ich, ne? Das ist irgendwie ironisch. Aber gut. Zylox HD fragt, ob noch Toiletten fehlen. Nein, wir haben hier vorne welche gebaut. Ich denke auch mal, dass die funktionieren. Ich gehe zumindest stark davon aus. Wenn nicht, werden wir es sehen. Es ist hinten ja eh noch kein Besucher, weil das ja noch gar nicht freigegeben ist alles. Das mache ich, wenn hier hinten mal das Dorf hier fertig ist. Dann gebe ich das frei, das Gebiet. Ich mache hier schon mal die nächste Sperre, wenn ich das so nennen kann. Damit man da nicht weitergehen kann. Moment. Haben wir gleich. So, mal ein bisschen Atlantis-Zaun hier platzieren. Einfach so. Machen wir hier mal sogar so ein ganzes Eck Atlantis-Zaun. Lass mal ein bisschen Luxus zu. Muss ja auch sein. Ja, ich hatte letztens mal, glaube ich... Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber... Paradox hat bisher noch nicht wieder geantwortet. Was Key betrifft für Skylines. Heißt also wohl, ich krieg keinen. Hätte mich auch gewundert, ehrlich gesagt, wenn es mal einen geschickt hätten. Aber gut, kann man ja nicht... Kann man ja mal drauf hoffen. Heißt, ab 11. November, genau, ab 11. März startet City Skylines dann bei mir. Ab 10. schaffe ich es noch nicht, weil es würde wahrscheinlich um 19 Uhr rauskommen. Und bis ich das dann aufnehme, ich nehme gleich ein paar Folgen am Stück auf und dann rendert, das schaffe ich einfach nicht. Das muss dann am 11. dann starten. Am 10. kommt es raus, ihr könnt es dann ja schon spielen, aber am 11. startet es halt bei mir. Sonst geht es einfach nicht richtig klar, also das schaffe ich nicht von der Zeit her. So, wir bauen jetzt nochmal so ein Gebäude wie hier hinten. Ich würde nur gerne mal die anderen Gebäude nehmen, diese... Nicht die anderen Gebäude, die anderen Wände hier. Gibt es hier Türen? Ja, aber keine durchlässigen. Das ist suboptimal. Das heißt, wir müssen doch wieder diese Türen nehmen. Weil es hier keine durchlässigen Türen gibt. Schade. Sehr, sehr schade. Hier vorne, da ein Eingang, Ausgang. Könnte man eigentlich hier auch machen. Wobei der Geldautomat ist... ist anders gebaut, ne? Ich weiß nicht, man könnte es jetzt anders machen. Man könnte es jetzt so machen und dann hier einen Weg durchziehen. Dann hätten wir hier zwei Viererblöcke quasi. Das wäre wahrscheinlich das Beste. Sonst funktioniert das nämlich wieder nicht. Ich baue jetzt zumindest mal hier da ein bisschen andere Wände rein, dass es nicht ganz so gleichförmig wie das Gebäude hier drüben aussieht. Muss ja auch nicht sein, oder? Man kann es theoretisch auch ein Stockwerk höher bauen sogar mal. Einfach damit ein bisschen Abwechslung drin ist. Das würde gehen. Also Fenster rein, das sieht irgendwie komisch aus. Das mache ich nicht. Man könnte man hier theoretisch machen, aber das Gebiet hier hinten bleibt ja sowieso leer. Da muss ich ja eh dicht machen. Insofern macht das wenig Sinn eigentlich. Moment mal. Ich muss ja hier schauen, dass das hier auf dieser Seite bleibt. Und auf dieser, aber die werden ja nicht benutzt. Gut. Da mache ich hier mal ein provisorisches Dach drüber, einfach, dass man von innen nicht nach oben schauen kann. Es geht übrigens noch weiter mit den Kommentaren.
Der Nikkei Brothers sagt, cooles Video und ich habe einen coolen Akzent. Danke. Ich bin immer sehr verwundert, wenn Leute meinen Akzent mögen, weil ich selber den eigentlich nicht sonderlich mag. Aber gut, das kann man selber schlecht einschätzen. Wenn man seine Stimme in Aufnahmen hört, dann hört sich die für einen selber auch meistens recht bescheuert an, weil man es halt völlig anders kennt und wahrnimmt, als es dann im Endeffekt ist. Ist immer ein interessantes Phänomen, muss man mal darauf achten, wenn man irgendwo auf Videos oder so hört, sich die eigene Stimme immer völlig bescheuert an, einfach weil man die im Kopf halt anders hört. Beziehungsweise, wenn man redet, nutzt man ja seinen Kopf als Resonanzkörper quasi und dann hört man das ja komplett anders. Deswegen darf man eigentlich auch nicht darauf gehen, wenn man Let's Plays machen möchte, wie sich die eigene Stimme anhört. Das kann man selber nämlich nicht einschätzen, weil sich die Stimme für einen selber immer bescheuert anhören wird. Sollte man nicht darauf gehen. Was macht... Ach, das ist eine Innenkante. Cool. Ich hätte eine Idee. Moment. Moment. Ich habe da eine Idee, dass das nicht alles so langweilig wirkt. Vielleicht wird es bescheuert, vielleicht auch nicht. Aber man kann doch Sachen tun hier. Das Problem ist... Ist das sinnvoll? Moment. Ich mache das mal kurz und schau, was dabei rauskommt. Das muss dann weg, das müssen wir woanders hinstellen. Hier ist es jetzt blöd, weil ich jetzt eigentlich hier so ein Dach hätte haben müssen, tun. Sieht ein bisschen seltsam aus, ne? Kann man vielleicht... Moment. Vielleicht hat der eine oder andere eine Ahnung, was ich hiermit vorhabe. Das sieht mir bescheuert aus, ne? Nee, das machen wir nicht. Man könnte aber andere Sachen machen, zum Beispiel hier mal. Das Problem ist, ich kann da nichts wirklich, also es gibt ja keine Stützen. Das könnte man aber mit dem Western-Thema überbrücken, weil normale Holzstützen dürften hier ja auch passen, wenn man sie so ein bisschen bambusmäßig einfärbt. Diese da, genau. Es gibt noch Kommentare, es geht immer weiter. Ich webe das jetzt ein bisschen in die Folge ein heute, mache das nicht an einem Stück. German Hex sagt, das Spiel ist sehr alt. Das ist Ansichtssache. Es kommt von 2004. Stimmt es auf jeden Fall, dass es alt ist. Ich hätte vielleicht auf die Farbe achten sollen. Aber gut, es gibt ältere Spiele und es ist ja noch einigermaßen auf dem technischen Stand, wo man sagen kann, es passt noch. Ich weiß ja nicht, ob ihr den neuen Gameplay-Trailer gesehen habt, zu Rollercoaster Tycoon World. Ich wollte die letzte Folge verlinken, hab's aber wieder vergessen. Ich bin extrem schlecht im Verlinken von Sachen, tut mir leid. Und da sah es ja auch so aus, als würde die Grafik sich nicht wirklich verbessern im neuen Teil. Heißt jetzt natürlich, einerseits ist ein bisschen enttäuschend, weil man ja schon gehofft hat, dass die Grafik dann ein bisschen besser wird danach. Andererseits muss ich sagen, bei Rollercoaster Tycoon ist mir die Grafik sowas von egal. Wenn sie auf dem Niveau von hier ist, dann reicht mir das vollkommen. Es geht mir eher um die Features bei Rollercoaster Tycoon. Deswegen kann ich auch die ganzen Leute nicht nachvollziehen, die jetzt rumkritisieren, dass das Spiel ja so kacke wird, obwohl sie es noch gar nicht wissen. Ich habe mir die Blogs mal durchgelesen, die Entwicklerblogs und so. Also es hört sich auf jeden Fall nicht schlecht an, was die Jungs da planen. Und ich gebe denen auf jeden Fall eine Chance, weil sie es einfach verdient haben. Ich meine, es ist nicht mehr Frontier, es ist nicht mehr der Originalentwickler. Die entwickeln aber, glaube ich, auch ein Vergnügungspark-Spiel wieder. Ich weiß nur gerade nicht mehr, wie es heißt. Es ist aber, glaube ich, noch nicht offiziell und nichts angekündigt und so. Also würde ich da mal noch nicht so drauf gehen, dass das alles offiziell wäre. Aber gut, ich verstehe halt die Kritik nicht ganz. Muss ich zugeben. Also die Kritik kann ich verstehen, dass die Grafik halt nicht wirklich besser geworden ist. Allerdings gibt es ja genügend andere Features, die man da hat und die man auch nutzen kann. Zum Beispiel gibt es jetzt einen... Jetzt fällt mir nicht mehr ein, wie man das Ding nennt. Das machen wir sogar doppelseitig hier, glaube ich. Es gibt jetzt einen neuen Achterbahn-Designer, der einerseits die Funktionen hat, die wir schon kennen. Moment, ich kann das mal kurz zeigen, dann versteht man es besser, glaube ich. Wenn ich das so richtig gelesen habe. Es gibt jetzt weniger Sachen, muss man sagen. Es gibt jetzt weniger so verschiedene Achterbahnen. Die kann man dann im Editor anpassen, das dann nach seinen Bedürfnissen. Jetzt kann man hier ja nur sagen, man baut vorgefertigte Streckenteile. Kann man hier sagen, man fährt hier hoch und so weiter. Im neuen Rollercoaster Tycoon wird das, wenn ich das richtig gelesen habe, so sein, dass man die einfach komplett frei in der Gegend rumziehen kann, diese Achterbahnen. Also quasi keine vorgefertigten Teile mehr nutzen muss, sondern einfach die Achterbahn quasi aufmalen kann auf dem Bildschirm, so wie sie es formuliert haben in dem Dev-Blog da.
Und das finde ich schon ein verdammt cooles Feature, wenn das richtig umgesetzt ist. Also ich kann es da nicht verstehen. Solche Features sind dann schon, sind mir persönlich wesentlich mehr wert als eine Top-Grafik. Gut, es ist klar, manche geben da einfach Wert drauf, manchen ist es wichtig, dass da eine Top-Grafik vorhanden ist, aber wenn die Features gut sind, dann ist mir das kackegal, muss ich zugeben. Vielleicht bin ich noch der Einzige, vielleicht gebt ihr da mehr auf Grafik. Ich weiß es ja nicht. Das ist ja immer Geschmackssache, sowas. Kann man ja nicht pauschal sagen. Aber ich bin halt der Meinung, dass es ein bisschen voreilig ist, jetzt hier das Spiel im Voraus schon so zu zerlegen, dass es im Endeffekt niemand mehr Spaß macht. Das ist auch nix irgendwie. Aber gut. Könnt ihr ja mal gerne eure Meinung dazu schreiben, falls ihr den Trailer gesehen habt. Ich sollte den echt verlinken, ne? Ich muss echt mal dran denken, dass ich den in der vorherigen und in dieser Folge mal verlinke. Ich sag das jetzt und werde es wieder vergessen. Da kenne ich mich einfach viel zu gut dafür. Aber gut. Machen wir mal dachtechnisch ein bisschen Abwechslung. Machen wir es einfach so. Ich hätte ja auch jetzt. Das hätte ich auch hier machen können eigentlich. Ich probiere mal was, wie das aussieht. Einfach. Wenn ich hier das so mache. Ein Verbindungsgang quasi. Dass das alles nicht so gleichförmig aussieht, will ich halt erreichen. So, hier eine Verbindung durch. Hier machen wir irgendwie Deko rein oder sowas. Und dann will ich kurz mal schauen. Es gibt noch einen Kommentar. Moment, das mache ich mal kurz, bevor ich es vergesse. Und ja. Jona Luther sagt, für den See sollten wir eine Piratenschifffahrt bauen und einen Weg, der dorthin führt und der durchs Piratendorf führt. Das ergänzt sich relativ gut mit dem Kommentar von, ich glaube, der Days war es. Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Tut mir leid, mein Gedächtnis ist extrem kacke. Ich habe es mir aufgeschrieben, so Sachen, also keine Angst. Geht nichts verloren. Geht nur teilweise der Name verloren, wer es gepostet hat, aber gut. Was wollte ich jetzt sagen? Es ergänzt sich ganz gut mit dem Plan, dass wir da eben am See diese Piratenschaukeln und so bauen. Piratenschiffschaukeln und ein Piratendorf. Es ist alles recht. Ja, ergänzt sich gut. Kann man machen. Werden wir wahrscheinlich auch tun. Ups. So wollte ich das nämlich eigentlich jetzt. Da so eine Stütze dazwischen. Moment, wie kann doch auch hier. Okay, das geht so nicht. Doch, das geht. Nur nicht, leider nicht sichtbar. Wobei doch, geht sichtbar. Ich kann mich gerade nicht entscheiden, was ich sagen will. Ist das richtig? Ja. Ich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt im Dingstil, im Bambusstil, aber ich meine, das geht schon mal, weil es gibt ja im Bambusteil keine Stützen. Was ich ziemlich komisch finde, warum man nicht einfach überall Stützen dazu baut, weil eigentlich braucht man die ja immer. Aber gut, ist nicht mein Spiel. Ich habe es nicht entwickelt. Ne? Die werden sich schon irgendwas dabei gedacht haben. Oder sie waren einfach zu faul, was zu entwickeln. Das kann auch sein. Nee, das will ich Ihnen nicht unterstellen. So, hier haben wir ja so eine kleine. Ich habe keine Ahnung, wie man so ein Teil nennt. Pavillon, ne? Ja, gut, kann man Pavillon sagen, auf jeden Fall. Denke ich mal. Ich denke, das ist ein ganz guter Begriff dafür. Was anderes fällt mir jetzt spontan auch nicht ein. Ich will das ein bisschen dekorieren, dass das nicht ganz so eintönig aussieht. Dann bauen wir da noch überall Läden rein. Wobei ich immer noch nicht genau weiß, ob das überhaupt alles passt. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, hinten macht man noch zu. Na, Moment, ich habe eine andere Idee. Wir haben ja hier Halbwände. Und zwar nehmen wir da tatsächlich mal die angemalten. Ist das zu hoch? Ist das zu hoch? Eigentlich nicht, ne? Kann man eigentlich so lassen, oder? Da kann man zumindest nicht hinterlaufen. Das ist ja schon mal ein Erfolg. Sollte man ja nicht können, definitiv nicht. Sonst laufen meine Parkbesuche wieder irgendwo komplett in der Pampa rum und das will ich nicht. Deswegen baue ich auch überall Zäune. Das passiert zwar relativ selten, aber es passiert. Und da sollte man echt drauf achten. So, hier vorne fehlt noch irgendwie ein was. Irgendwie ein was, genau. Ja. Ich baue jetzt hier mal kurz einfach Sachen und Dinge. Wie üblich. Hier machen wir dann einen Zaun rum. Ich ersetze das dann noch teilweise mit Zäunen und nichts. Mit Zäunen einfach. Da sollte eigentlich nichts mehr dazu. Ich weiß nicht, warum ich jetzt einen zweiten Satz angefangen habe. Zweiter Satz, what the fuck, das ist kein zweiter Satz. Ignoriert es einfach. Einfach ignorieren. So, machen wir hier mal noch so. Wenn wir da noch ein bisschen Zaun haben. Sieht ja auch ganz nett aus. Habe ich zumindest gehört.
So, sieht doch eigentlich ganz cool aus hier, die Gegend, oder? Das sieht so ein bisschen nach Hauptgebäude aus hier, ne? Und hier fehlt noch ein Stand. Hier vorne könnte man noch ein paar so Pavillons einbauen, ne? Das wäre eigentlich ganz nett. Wenn man hier eh schon nichts mehr nutzen kann. Oder, Moment. Da kann man auch was anderes bauen. Glaube ich. Ja, blöderweise gibt es hier diese Picknickbänke nicht. Also die gibt's, aber ich glaube nur im generischen Szenario, oder? Bench Kit. Ach, guck mal einer an. Da kann man Parkbänke und so Sachen bauen. Gibt's da so Picknicktische? Ja, da gibt's überall Bänke, aber das hilft mir halt nichts. Ich hätte gern. Ich will jetzt eigentlich keinen Festtisch hier reinstellen. Ich will einen Picknicktisch. Das gab's doch hier irgendwo mal, oder? Bin ich jetzt gerade doof? Northern Lights ist es bestimmt nicht. Es gab hier irgendwo noch ein Kaffee-Kit. Moment, ich sollte vielleicht nicht in die Wegextras gehen dafür, ne? Das ist ja eigentlich ein Szenarienobjekt. Moment, das finden wir schon. German Railroad Crossing Kits ist auch gut. Foodset. Ach, guck mal, da kann man Theken bauen. Aber gut, ich will kein Fastfood-Restaurant bauen, wobei man das auch mal machen könnte. Einfach so ein Fastfood-Restaurant, das wäre doch echt nett, oder? Könnte man im generischen Szenario auf jeden Fall bauen. Einfach so eine McDonald's-Kopie oder sowas. Einen Brunnen könnte man bauen. Das wäre vielleicht ganz nett. Da müssen wir aber nur ein bisschen. Da müssen wir noch ein bisschen kaschieren hier, dass es nicht so komisch aussieht. Okay. Jetzt suche ich mal kurz, ob es hier irgendwo Tische gibt. Ich habe allerdings so das Gefühl, dass wir doch trotzdem leer ausgehen werden. Ich kann große Feuer platzieren. Das ist sehr effektiv in einer Holzhaussiedlung. Sollte man sich vielleicht gut überlegen, was man da tut, ne? Diesen Hof finde ich auch gut. Wer baut sowas? Vor allem, weil es keine richtigen Szenarienobjekte mehr dafür gibt. Ich meine, es gibt hier die Säulen und so, aber ganz ehrlich, da kann man ein römisches Gebiet kann man hier echt schlecht bauen. Standardgebäude ist auch gut. Voll der Standard. So eine riesen Villa. Ich weiß ja nicht, was die für einen Standard haben hier bei Frontier. Aber gut. Hier ist das Café-Kit, aber ich glaube, da gibt es auch nichts für außen. Das ist doof. Ich hätte nämlich gern. Ja, okay, gibt's nicht. Schade. Da müssen wir hier Stände hinbauen. Ist ja nicht so, als hätten wir nicht eh schon viel zu viele hier. Vielleicht ist es hier drin. Table gibt's hier schon mal, aber leider. Wobei, die könnte man zur Not auch nutzen. Aber das sieht halt nicht richtig designtechnisch gut aus, ne? Pool Structures, da könnte vielleicht was drin sein. Bucket Supports, was zur Hölle ist das? Ach du Heilige. Ich will es gar nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen. Die könnte man dann für den Badebereich auf jeden Fall nehmen. Cool. Kann man viele Sachen machen, auf jeden Fall. Ach, guck mal, da sind auch solche. Ah ja. Ah ja, okay. Da kann man auch so Bambus-Dinger bauen. Hätten wir zwar hier auch schon, aber gut. Da gibt es ein paar mehr Optionen dafür. Hätte man hier als Alternative auch nutzen können, auf jeden Fall. Was toll, es gibt hier Seilbahnen. Hängebrücken. What the fuck? Modder, please. Hört auf, so awesome zu sein. Es geht ja gar nicht. Okay, ein McDonald's-Kit gibt's auch. Ist jetzt. Also, Mac. Irgendwas. Keine Ahnung. McDonald's. Kann man auch machen. Fontaine Construction, cool.